Hey Leute, willkommen zu Vembrace Cold Soul, einem Spiel, was sich schon recht stark an Darkest Dungeon orientiert, aber das ist ja nichts Schlimmes. Ich habe Darkest Dungeon geliebt und da habe ich mich gleich mal beim Entwickler gemeldet und gefragt, ob ich einen Key bekomme. Und er hat ja gesagt, wunderbar. Gut, was gibt es noch zu sagen? Also, auf jeden Fall, das Spiel ist, oder das Video ist blind. Das heißt, ich habe es mir noch nicht angesehen. Alles, was ich so kommentiere, bezieht sich halt auf die Zeit in dem Video. Ich kann jetzt keine Aussagen darüber treffen, wie die Spielmechaniken sich langfristig auswirken, wie lang das Spiel ist. Das ist einfach mal, um so einen Sneak Peek, um so einen kleinen Ersteindruck zu bekommen. Dafür ist das Video da. Gut, wie ihr seht, das Spiel gibt es auf Deutsch. Wir schauen mal ins Optionsmenü. Erfolge gibt es auch. Was haben wir denn hier? Fenstermodus? Nein, kann man nicht allzu viel einstellen. Musikregler, Soundregler, Sprache. Was haben wir denn hier noch? Okay, was ist das? Ich will jetzt nicht raten. Nein, ich will nicht raten. Englisch und... Nee, ich rate nicht. Das ist Französisch. Gut, Espanol, Spanisch, ist klar. Ich lasse das mal auf Deutsch. Wir starten mal ein neues Spiel und schauen mal so 20, 30 Minuten rein. Es sieht auf jeden Fall, wie ich finde, von den Bildern und dem Trailer sieht wunderschön aus. Aber das kann ja auch täuschen. Es gibt halt auch Spiele, die schön aussehen, aber bei den Gameplay-Mechaniken so ein bisschen hinterherhinken. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Ich möchte ein bisschen was vom Gameplay sehen und was man da so machen kann. Wir lassen das jetzt einfach mal hier kurz so durchlaufen. Gut, ich könnte das auch vorlesen, aber nein. Dein Charakter kann sich nach links und rechts auf dem Feld bewegen. Okay. Das Befehlsfeld unten links zeigt deine interaktiven Optionen mit der Umgebung an. Das Befehlsfeld unten rechts zeigt die Optionen für Inventar, Bio, Codex und Kartenoptionen an. Im Inventar findest du alle Gegenstände, die dein Team mit sich führt. Genau, wir steuern hier auch ein Team, wie in Darkest Dungeon. Ich glaube, der Vergleich wird vielleicht noch das ein oder andere Mal kommen. Die Karte zeigt deine aktuelle Position, dein Ziel und Begegnung auf dem Feld an. Die Bio zeigt die Statistiken deiner Teammitglieder, Fähigkeiten, Statuseffekte und ausgerüstete Relikte an. Alles klar, gut. Ich kann hier auch auf die drauf gehen und dann sehen wir auch die Stats soweit schon. Ja, Lebenspunkte ist klar. Was das Blitzsymbol ist, keine Ahnung. Und unten links, das müsste der Angriff sein. Ja, wie gesagt, bei den anderen Sachen keine Ahnung. Schauen wir uns mal das Inventar an. Es gibt... Okay. Helden sind im Prinzip das Gold in dem Spiel. Gut, wir haben Tragelimit. Man kann auch mit Übergewicht herumlaufen. Das ist eine super Übersetzung. Jeder Abschnitt deines Inventars kategorisiert Artikel nach demselben Typ. Alles klar. Die meisten Gegenstände können an Händler verkauft oder aus deinem Inventar entfernt werden. Questgegenstände verbleiben jedoch bei dir. Das ist auch selbsterklärend. Relikte, dargestellt durch das Diamantsymbol, können ausgerüstet werden, um Statistiken oder Fähigkeiten zu verbessern. Einige Questgegenstände können damit ebenso ausgerüstet werden. Alles klar. So, da können wir noch nicht, doch können wir doch. Das sah ein bisschen grau unterlegt aus. Das ist die Bio. Erfahre hier mehr über die Statistiken deiner Leute, Fähigkeiten, Statuseffekte und ausgerüstete Relikte. Das scheint schon ein bisschen umfangreicher zu sein. Drücke links oder rechts, um zwischen den Charakteren in deinem Team zu wechseln. Okay. Das Herzsymbol stellt die Gesundheit dar, das Flammensymbol stellt deine Vitalität dar. Gut, das Flammensymbol steht für Vitalität. Alles klar. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber okay. Das kreuzende Schwertsymbol stellt den Kampf dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters im Kampf. Die Fähigkeit des Charakters im Kampf. Also, ja, okay, wie stark er ist, oder? Das Schlüssel-Dietrich-Symbol stellt die Geschicklichkeit dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters zu stehlen, plündern. Das kennt man auch aus Darkest Dungeon. Das Sternsymbol stellt die Handelskurse dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters, um mit Händlern zu verhandeln. Auge-Symbol ist die Wahrnehmung.
Fallen zu erkennen. Okay. Zeltsys-Symbol stellt die Überwachung dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters, sich während dem Kampieren um die Gruppe zu kümmern. Okay. Kampffähigkeiten können im Kampf ausgeführt werden. Normale Fertigkeiten sind die Standardfähigkeiten deiner Charaktere. Die Mana-Fertigkeit kann nur verwendet werden, wenn sie mit Mana-Punkten aufgeladen wurde. Das ist auch soweit klar. Ausrüstung. Aha, auf jeden Fall jede Menge Text hier. Benutzer, Formation kann man ändern. Auch die Anordnung kennt man aus Darkest Dungeon. Gut, man muss Gruppenmitglied entlassen, um möglicherweise einen neuen Kameraden zu gewinnen. Okay. Das können wir uns noch nicht anschauen. Ja, das ist die Karte, zeigt die aktuelle Position. Okay, den Tooltip hätten sie sich sparen können. Wir sind da, hier oben ist die Karte, das sind hier unsere Schergen. Ich gucke mal kurz hier rein, wenn ich mir das schon so durchgelesen habe. Ja, gut, Gebet, Angriff, kann scheinbar drei Fähigkeiten haben. Das war das, genau. Und wie sieht das bei den anderen aus? Gut, da können wir hier durchwechseln, Wirbelwind. Schub. Okay, das ist erstmal alles soweit in Ordnung. Wenn ich nochmal drauf klicke, können wir da wieder raus. Mit WASD. Ja, ja, gut. Eher weniger W, aber dafür A und D können wir gehen. Uns bewegen. Das sieht schon cool aus. Ich hätte jetzt gerne noch einen eigenen Mauszeiger gehabt, der sich ein bisschen, also der auch ins Spiel passt. Nicht dieser Windows-Mauszeiger, aber gut. Das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Interaktionssymbole. Genau. Können wir mit der Umgebung interagieren? Gut. Dann gehen wir doch mal durch die Tür. Hallo, ich würde gerne... Warum... Gehst du jetzt nicht? Wir können auch hier den Anführer wechseln, oder? Das geht momentan nicht. Hallo, ich würde gerne... Wisst ihr was? Ich nehme mal hier mein Gamepad. Ich glaube damit... Ja, damit geht das einfacher. Warum geht das jetzt damit? Warum ging das mit der Maus nicht? Vielleicht hätte ich dafür... eine Taste drücken müssen. Irgendwie E oder sowas. Ich guck mal kurz. Ja, Tatsache, es ist eh. Alles klar. Ich habe jetzt trotzdem mein Gamepad hier. Das war dann eben mein Fehler. Es sieht schon cool aus. Da können wir nicht rein. Da haben wir unsere erste Kiste. Ich habe vergessen, wie man sie öffnet. Alles klar. Eine Armee voller Idioten. Wer hat denn hier von den Spezialisten hohe Geschicklichkeit? Vor allen Dingen, wie kann ich die wechseln? Ah, machen wir das einfach mal so. Behälter, ja, wertvolle Beute können die enthalten. Höchsten Geschicklichkeit, das Schlüsselsymbol. Ach so, dann findet man auch weniger Beute. Also ist es nicht so, dass man die Kiste dann gar nicht öffnen kann oder die kaputt geht oder sowas. Das ist ja schön und gut. Aber wie kann ich jetzt hier den Anführer wechseln? Das würde mich jetzt mal... Da haben wir die Aufstellung. Das ist ja schön und gut. Ha. Ja gut, da halte ich mich jetzt mal nicht mit drauf auf, sondern wir probieren das einfach mit dem... Kann man mit Sicherheit bestimmt auch irgendwie wechseln, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie.
Gut, wir haben Müll gefunden und Altmetall. Na, immerhin. Dann nehmen wir das mal mit. Des einen Müll ist des anderen Schatz. Wohl wahr. Ja, brauchen wir den noch für irgendwas? Gehen wir mal weiter. Das sieht gut aus mit dem Eis und dass da über Schnee ist und das vereist ist. Geistometer. Okay. Bleibe zu lange an einem Ort und sie werden dich einholen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Vergiss nicht, wenn deine Gesundheit oder Vitalität auf Null sinkt, sind wir die Geister, die hier rumspuken. Auf geht's. Der rote Balken in der Charakterhard zeigt die Gesundheit an. Wenn die Gesundheit eines Charakters auf Null sinkt, stirbt der Gesundheitsschäden. Tritt normalerweise während des Kampfes auf. Gesundheitsschäden, das ist auch klasse Übersetzung. Ja, alles klar. Der gelbe Balken in der Charakter zeigt die Vitalität an. Da nehmen wir halt Schaden durch Stress. Durch den Stress der Erkundung. Du bekommst Mana-Punkte durch kritische Aktionsboni und Rundenbeendigungen im Kampf. Wenn du genug sammelst, wird dein Mana aktiviert. Ach, ich habe es noch nicht gesagt, das Spiel kostet, glaube ich, knapp 22 Euro. Also ist, würde ich mal sagen, immer noch im grünen Bereich, was den Preis angeht. Oh, wir sind auf ein Infraschall-Totem gestoßen. Du trittst auf eine Falle, die Infraschallwellen ausbreitet und eine seltsame Spannung verursacht. Gesundheit minus 2, du erleidest Handzittern. Na, das ist aber nicht so toll. Dafür brauchen wir Wahrnehmung. Fallen sind gefährliche Gegenstände in Eisnäher. Dein Gruppenleiter oder das gesamte Team könnte durch eine aktivierte Falle Schaden erleiden. Charaktere mit hoher Wahrnehmung werden deine Gruppe vor drohenden Gefahren warnen und es dir ermöglichen, unerwartete Verluste durch Fallen zu vermeiden. Anführer mit niedriger Wahrnehmung werden Fallen viel leichter auslösen. Okay. Einige Aktionen haben eine Fehlschlagwahrscheinlichkeit. Wenn du diese grünen Runen siehst, bedeutet dies, dass dein Versuch ein Erfolg war. Die roten Runen, ja, fehlgeschlagen, okay. Die grauen Runen bedeuten, dass du daneben geschlagen hast und der Feind deinem Angriff ausgewichen ist. Blau ist ein kritischer Treffer. Gut, gut. Kann man eigentlich auch irgendwie schneller laufen? Da kommen schon die ersten Gegner. Die sehen auch ganz cool aus. Du hast feindliche Einheiten getroffen. Leider nicht richtig. Oder leider nicht kritisch. Dein Team befindet sich auf der linken Seite und das gegnerische Team auf der rechten Seite. Okay. Jeder Charakter in dem Teams hat eine Platznummer, steigend von der Mitte. Die untere Leiste zeigt die Reihenfolge der Züge. Ja gut, das ist auch... Eine höhere Wahrnehmung gibt den Charakteren einen Vorteil in der Initiative. Wenn zwei Charaktere die gleiche Wahrnehmung haben, wird der Vorderste die Initiative erhalten. Wenn das Symbol eines Charakters diesen Punkt erreicht, ist er oder sie an der Reihe, um Aktionen auszuführen. Standardfähigkeiten gibt's. Ja, Mana muss man halt wieder aufladen. Mit Schutz können sich unsere Einheiten besser verteidigen. Kostet aber Vitalität. Deine Charaktere können ihren Zug aber auch passen. Du kannst keine Gegenstände oder Relikte während des Kampfes tauschen. Vielleicht solltest du vorher die Karte und die Bio überprüfen, um den größtmöglichen Nutzen aus der Planung des nächsten Zuges zu ziehen. Genau, Formation. Man kann auch aus dem Kampf fliehen oder es zumindest probieren. Gut, du bist dran. Jede Fähigkeit hat drei Reichweitentypen. Kurze Reichweite, mittlere Reichweite und lange Reichweite. Und je nachdem, wo wir dann in der Gruppe stehen, an welcher Position, können wir die jeweiligen Fähigkeiten nutzen oder eben nicht nutzen.
Obwohl, mittlere Reichweite-Fähigkeiten können an jeder Position verwendet werden. Moment. Kurze Reichweite-Fähigkeiten, dann müssen die dann in der ersten oder zweiten Position sein. Ach so. Mittlere Reichweite, dann können wir nur die ersten zwei angreifen. Lange Reichweite, dann können wir alle angreifen. Wenn ein Feind in der ersten Position besiegt wird, besetzt der nächstgelegene Feind in einer beliebigen Position diese freie Position. Okay. Wähle dein Ziel. Dein anvisiertes Ziel ist in der Monsterhatte sichtbar. Gut, gut. Wen greifen wir denn mal an? Ich glaube gleich mal ihn hier vorne. Den haben wir auch gleich schon erledigt. Gut, jetzt bist du dran. Dann hauen wir dich mal. Ich kann jetzt hier irgendwie aber keine Fähigkeiten auswählen. Ja, er steht noch. Ach, da X ist die Fähigkeit, oder? Moment, das ist gerade ein bisschen, da muss ich mich erstmal an diese Steuerung hier gewöhnen. Ja, Tatsache, das müssen doch die Fähigkeiten sein. Nee, das ist Verteidigen. Das ist Angreifen. Oder ich kann die hier jetzt noch nicht benutzen. Das könnte natürlich auch sein. Du kannst nicht angreifen. Gut. Oder eher nicht so gut. Ja, sie macht ganz gut Schaden. Den Kampf haben wir gewonnen. Und können gleich weiter marschieren. Man kann also bis zu 4 Charaktere in der Gruppe haben. Da ist also wer. Der Artstyle ist echt. Der hat schon was. I once read, a man would have to go below the waves to understand the true scale of an iceberg. Reminds me of you, dear father. I confess, I never really knew you. After all, how does one get the measure of a man when there's so much beneath the surface? Nevertheless, I owe my survival of Zumurrud's blistering deserts and the wild forests of Sylvia to your training. When I was summoned home to Edina, in order to read your last will and testament, I didn't know what to expect. I suppose it comes as no surprise. You remained a mystery, even in death. I now find myself beckoned to the dwarven realm of Dokheim by the encrypted journal and ancient relic you left behind, on an expedition to the karst city of Isenir for answers you never provided. I shall not be daunted. My determination is equal to the task at hand. If, as you say, this Vambrace is the key to entering that forbidden city. I will find what I seek. My journey has been difficult. Since the Vambrace entered my possession, I have been plagued by unsettling dreams of a ghostly blade cutting me down. Kapitel 1. Die Abenteurerin. Also das war von der Animation, Zwischensequenz, sah schon cool aus. Sieht auf jeden Fall von der Grafik, von der Optik wirklich, wirklich nett aus.
Kann ich nicht anders sagen. Und die Vertonung ist halt in Englisch. Okay. Ich habe auch nichts mit nichts anderem gerechnet. Aber immerhin sind die Texte auf Deutsch. So, dann gehen wir mal kurz hier den Dialog durch und schauen dann mal, was man hier noch so machen kann. Ich kenne sie nicht, die grüne Flamme. Die Übersetzung ist auch ganz gut gelungen. Also ich habe das jetzt nur so überflogen, aber das sieht soweit ganz okay aus. Mal abgesehen von dem ein oder anderen Wort. So, jetzt steuern wir sie, so wie das ausschaut. Wir können auch rennen. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nein, du sagst nur wieder dasselbe. Okay. Was haben wir da? Wie du dich warm hältst. Schritt 1, mache ein Feuer. Schritt 2, stehe vor dem Feuer. Schritt 3, bleib warm. Okay. Wie du dich warm hältst. Bleib warm. Das ist irgendwie ein bisschen überflüssig. Was genau? Gut, wo können wir denn? Wir können da lang. Das ist jetzt im Prinzip. Oh, das ist auch ganz cool. So die Oberwelt. Da haben wir eine Quest. Ich glaube, wir gehen doch mal hier hin. Sieht aus wie eine Quest. Der Markt. Dann gehen wir mal mit ihm mit. Dahliaks, Überlebende und ruhige Geister handeln mit einer Papierwährung, die als Hellion bezeichnet wird. Du musst plündern und Gegenstände verkaufen, die du unterwegs gefunden hast, um mehr zu verdienen. Gut, das ist auch selbsterklärend. Wechsel zwischen den Händlerwaren und deinem Inventar, um Sachen zu kaufen oder zu verkaufen. Handelskunst steht für deine Fähigkeit, mit Händlern zu feilschen. Weitere Optionen und seltene Gegenstände werden im Shop angezeigt, wenn du hohe Handelskunst hast. Ach so, dann kann man auch noch andere Sachen mit freischalten. Was hätten wir denn hier? Eine Schiene? Stelle lästige Knochenbrüche ein.
um den Heilungsprozess zu unterstützen. Kuriert Fraktur und Verstauchung. Sowas gibt's also auch. Okay. Gecko-Schwanzspieß. Gesundheit minus 1, Vitalität plus 1. Kann man nur während des Kampierens verwenden. Silvani-Tee, ein Tee aus Hochlandblättern von Silvia. Gute Möglichkeit zum Ausnüchtern und zur Erholung. Halt, verwirrt und Hypothermie. Auch nur während Kampieren verwendbar. Tausendfüßler-Stock. Oh ja, lecker. Nicht wirklich. Vitalität minus 1, Gesundheit plus 1. Okay. Stimmsirup. Sirupartige Mischung beruhigt den Hals und bringt die Musik in deiner Stimme zum Ausdruck. Halt heiser und schläfrig. Gibt auf jeden Fall eine Menge Verletzungen, Krankheiten. Riechsalz. Eine Stimulanz, um das Bewusstsein müder Reisender zu wecken. Halt Ohnmacht und Halluzinieren. Und dann haben wir hier noch Naziri Feuergebräu. Berüchtigtes Naziri Getränk brennt ganz hinunter. Hält den Körper warm und gibt flüssigen Mut. Halt verängstigt und erfroren. Okay. So. Das macht schon einen guten Eindruck, aber das, ja, da müsst ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen oder mal ein paar Tests lesen oder Testvideos schauen. Wie gesagt, das hier ist nur, um es mal kurz reinzuspielen und mal zu schauen, wie der Anfang so ist. Und ich, so vom Anfang her, von dem, was ich bisher gesehen habe, macht das definitiv Lust auf mehr. Wie sich das aber langfristig entwickelt von den Gameplay-Mechaniken, ob da vielleicht irgendwas fehlt, kann ich nicht sagen, aber generell so von der Optik und vom allgemeinen Kampfsystem her so hat das durchaus was. Also ich meine, das ist die Darkest Dungeon Formel im Prinzip. Und ja, das macht einen guten Eindruck, definitiv. Gut, jede Menge Text auf jeden Fall und zum Glück wurde es übersetzt. Und auch gut übersetzt. So. Dann hätte ich mal hier schon die nächste Aufgabe. Aber ich würde sagen, das Video geht erstmal lang genug. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Ich bin durchaus ganz positiv gestimmt, was das Spiel angeht. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über einen Kommentar von euch. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.